Herzlich willkommen, Batir. Ich grüße euch, liebe Schwestern und Brüder. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich kann so viele von euch sehen. Ich bin dankbar, dass ihr auch von weit her gekommen seid, auch um zu beten für die Gemeinde, die verfolgt wird. Und das zeigt mir, dass es euch nicht gleichgültig ist. Ihr seid ein Teil dieses Leibes. Ich danke euch dafür. Wir haben schon etwas an Informationen bekommen über mein Land. Ich könnte sehr viel erzählen, aber meine Zeit ist begrenzt. Heute Morgen haben wir noch gemeinsam gebetet. Eine Christin hat es sehr deutlich auf den Punkt gebracht. Heute feiern wir Himmelfahrt. Und etwas sehr Schönes hat sie gesagt. Es ist nicht an uns, einfach noch in den Himmel zu starren und zu warten, was passiert. Er hat uns einen Auftrag hinterlassen. Und Gott hat mich damit richtig berührt. Matthäus 24 lesen wir. Dieses Evangelium wird verkündigt werden allen Völkern zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Das ist der Auftrag, den wir bekommen haben, damit alle Völker auf dieser Welt, auf diesem Globus, das Evangelium von der Erlösung durch Jesus hören. Dann wird Jesus wiederkommen. Wenn ich jetzt diese vielen Menschen sehe, wahrscheinlich sogar mehr als 3000, wenn jeder von uns das persönlich nehmen kann, könnte, ich persönlich kann das dazu was beitragen. Ich kann diese Botschaft weitergeben. Ich kann beten für die Verkündigung des Evangeliums. Ich kann und werde beten für die Gemeinden, die verfolgt werden. Stell dir vor, wir können beschleunigen, dass Jesus wiederkommt. Ihr seht, es liegt auch an uns, es ist in unseren Händen, damit er schneller wiederkommt. Die Hälfte meines Lebens habe ich in Turkmenistan gelebt. 7 Jahre nach meiner Bekehrung habe ich dort gelebt und gearbeitet. Als wir verfolgt wurden, als es uns wirklich schwer ging, in unserer Gemeinde haben wir geweint und gebetet, Jesus, komm bald wieder. Das war unser Trost. Ich gehörte auch zu diesen Menschen, die gebetet haben, komme bald, Herr Jesus. Und aufgrund der Verfolgung und der Schwierigkeiten musste ich mein Land verlassen. Auf langem Weg hat mich Gott nach Norwegen geführt. Und Norwegen ist eines der schönsten Länder der Welt. 15 Jahre habe ich dort mit meiner Familie gelebt. Ich habe es erfahren, was es heißt, frei zu sein. Niemand verfolgt dich. Und ich habe aufgehört zu beten, komme bald, Herr Jesus. Denn es ging uns gut dort in Norwegen.
Norwegia, она выглядела как рай на земле. Für mich war das ein Inbegriff des Paradieses. Почему я это рассказываю? Weshalb erzähle ich das? 4 года назад я уехал из Норвегии. Vor 4 Jahren habe ich Norwegen verlassen. Один из трудных стран для Евангелия. Я живу с семьей, с 4 детьми. Um zu leben in einem Land, das schwierig ist für das Evangelium. Я покаялся за мое безразличие. Ich musste последние 4 года я опять начал молиться: Господь Иисус, приходи поскорее. Ich musste wieder umkehren, mich neu bekehren. Я не хочу быть таким холодным. Und bete wieder, komm bald, Herr Jesus. Ich möchte nicht so kalt sein. Я хочу ожидать, я хочу трудиться, я хочу, чтобы Иисус Христос пришел сегодня. Ich möchte ihn erwarten, ich möchte für ihn wirken. Ich möchte, dass er heute wiederkommen kann. Только тогда он освободит нас от всего. И мы будем испытывать радость, мир, и смерти не будет. Nur auf diese Weise können wir слезы не будет. Können wir seine Freiheit erfahren. Не будет. Er macht uns frei. И только тогда мы можем полноценно чувствовать радость. So können wir die Freude seiner Erlösung erfahren. Вот так и гонимая церковь молится сегодня. Und so betet die verfolgte Gemeinde heute. Я буду рассказывать вам немножко о моей покаянии. Ich möchte etwas über meine Bekehrung berichten. О моей жизни. Über meinem Leben. И я хочу, чтобы вы увидели Господа верного, который поднимает тех людей, которые падают. Ich möchte, dass ihr den treuen Gott darin seht, der Menschen aufrichtet, die fallen. Дает силы, когда мы немощны. Der Kraft gibt, wenn wir schwach sind. Он остается верным тогда, когда мы неверны. Wenn wir untreu sind, bleibt trotzdem treu. За этим Господом я уже иду 26 лет. Diesem Herrn folge ich bereits 26 Jahre nach. Я хочу до конца идти за ним. Und bis zum Ende möchte ich diesem Herrn nachfolgen. Я буду делиться с вами, насколько трудно было в жизни. Ich möchte aber auch berichten über die Schwierigkeiten. Но он оставался верным всегда. Aber er blieb immer treu. Я родился в Туркменистане. Ich bin in Turkmenistan geboren. В 1976 году. 1976. И я 11 лет учился в коммунистической школе. Und 11 Jahre habe ich natürlich im kommunistischen System gelebt. Всегда, что Бога нету. Und gelernt und uns wurde beigebracht, es gibt keinen Gott. Я туркмен, родился, вырос в мусульманской семье. Als Turkmene bin ich in einer muslimischen Familie groß geworden. И в нашей семье всегда говорили, что есть Аллах. In unserer Familie wurde aber immer gesagt, es gibt Allah. Хотя мы его не знали, и он нас, наверное, тоже не знал. Obwohl wir ihn nicht kannten und er kannte uns wohl auch nicht. Вот так и мы жили. So lebten wir. С малых лет я был очень трудным ребенком. Ich war ein schwieriges Kind von Anfang an. Меня трудно было воспитывать. Schwer erziehbar. Дома у меня родители очень, у них была очень большая проблема со мной. Meine Eltern hatten es nicht leicht mit mir. Я не любил никого слушать, я хотел делать то, что я считаю правильным. Gehorsam war nicht meine Stärke. Ich wollte immer das tun, was ich für richtig halte. И в школе я делал то же самое. In der Schule ging es genauso weiter. И в нашей селе мое имя было известно. Und in unserem Dorf war mein Name bekannt. Известно не в хорошем смысле. Nicht im positiven Sinne. Где было что-то зло, я всегда был среди этого, в центре. Wenn es irgendwo Probleme gab, war ich in der Regel mittendrin. Я не только делал зло сам, я вел людей ко злу. Und мои друзья со мной делали. Ich habe nicht nur mitgemacht, sondern ich habe auch angestiftet zu schlimmen Sachen. В результате была большая пустота внутри меня. Als Ergebnis war eine große Leere in mir. Меня было 17 лет. Ich war 17. И я с малых лет я начал курить и начал пить алкоголь. Früh habe ich angefangen меня курить марихуану. Zu trinken und zu rauchen und auch Marihuana zu rauchen. В этой пустоте я жил. Das war die Leere in mir. Когда я пил, когда я курил, в каком-то мере я нашел утешение. Drogen und Alkohol, die haben mir in gewissem Sinne irgendwie Befriedigung verschafft. Diese Leere wurde etwas gefüllt. Короткое время было хорошо, но через день еще было плохо.
Das war aber mehr wie so ein Schmerzmittel. Eine Zeit lang ging es gut, aber am nächsten Tag ging es noch schlimmer. Diese Dinge halfen mir aber nicht, den Sinn im Leben zu finden, die Leere in meinem Herz zu füllen. Mit 17 war ich völlig abhängig von Drogen und Alkohol. Das war 1993. Ist vielleicht bekannt, dass 1991 unser Land unabhängig wurde. 1992 hat der erste Turkmene, wurde der erste Turkmene Christ. В истории Туркмении не было туркмен верующих вообще. In der Geschichte der Turkmenen gibt es keine Christen. Это первый человек, он был в истории первый человек туркмен, который уверовал в Христа. In der Geschichte meines Volkes war das der erste Mensch, der Christ wurde, der an Jesus gläubig wurde. Его отец и мой отец они дружили. Sein Vater und mein Vater, die waren befreundet. Он уверовал в Москве. Er kam zum Glauben in Moskau und kam zurück in unser Dorf. Und wir trafen uns oft. Und ich brachte auch meine Freunde mit, um zu hören, was er zu berichten hat. Ich war angetrunken, habe geraucht und hörte seinen Worten, dem Evangelium zu. Und habe drüber gelacht. Это было для меня глупостью. Das klang für mich nach Unsinn. Почему-то то, что он рассказывает, она каждым разом меня тянула к себе. Я ближе хотел больше узнать. Aber jedes Mal zog es mich stärker eigentlich zu ihm hin. Ich wollte mehr davon erfahren. Так сильно коснулся Евангелия, когда он рассказывал о смерти Христа, о его воскресении. Und als er dann über Kreuzigung, über die Auferstehung gelesen, berichtet hat, das hat mich sehr gepackt. Es gab da damals keine Bibel, keine Gemeinde, gar nichts. An einem der Abende ging ich dann nach Hause und ich konnte nicht einschlafen, die ganze Nacht. Dieser Jesus, über den er berichtet hat, der war in meine Schlafzimmer. Der war lebendig. Er kam zu mir in mein Schlafzimmer. Ich habe ihn so real gespürt, wie ich jetzt meinen Bruder spüre. Ich bin auf die Knie gegangen und habe angefangen zu schreien: Jesus, rette mich. Und in dieser Nacht in meinem Schlafzimmer hatte ich eine radikale Begegnung mit Jesus. Mein Leben wurde total verändert. Die Leere in meinem Herzen wurde von seiner Gegenwart gefüllt. Diese Leere offensichtlich war nur dafür da, dass er sie füllt. Ich wollte sie füllen mit Schrott, mit Müll, aber er hat diese Leere geschaffen, damit er sie füllen kann. Und ich wusste aber nicht, wie soll ich weiterleben mit diesem Jesus. Ich war so froh. Und am nächsten Tag sofort habe ich angefangen, den anderen zu erzählen. Мои родные, близкие, мама, папа, тетя, дядя, все они начали уверовать в Христа. Meine Lieben, Vater, Mutter, Onkel, Tante, sie wurden alle gläubig. В течение короткого времени нас было 7 человек в начале, нас было сотни людей, которые уверовали в Христа. Am Anfang waren wir nur 7, dann waren wir Hunderte. Молодые лидеры. Junge Leiter, gerade bekehrt. Und wir wissen aber nicht, wie sollen wir weitergehen. In der Wer sind wir? Was ist unsere Identität? Wir sind hier fremd in dieser Kultur, Politik und so weiter. Was können wir weitermachen? Und da kam die Verfolgung. Das Volk liebte die Christen nicht. 80 Jahre
war das Volk unterjocht unter dem Kommunismus. Вот год назад мы стали независимы. Sie sagten sich, vor einem Jahr erst wurden wir unabhängig. А вот молодые люди, они проповедуют, принимают христианство, это русский Бог. Und hier sind junge Menschen, die predigen das Christentum, das ist ein russischer Gott. Если не остановим их, мы опять придем под иго Советского Союза. Wenn wir die nicht stoppen, dann kommen wir wieder unter die Herrschaft der Russen. Любым путем надо остановить их. Wir müssen sie stoppen. Нам не надо христианство. Wir brauchen das Christentum nicht. Они верили, что Христос, он русский. Sie glaubten, Jesus ist russisch. Но это не остановило нас. Aber das konnte uns nicht stoppen. Продолжали проповедовать, продолжали распространять Евангелие. Wir haben weiter gepredigt, das Evangelium verbreitet. Im Jahr 2000 wurde ich und drei meiner Brüder арестовали. Wurden wir verhaftet. Zwei Wochen musste ich im Gefängnis verbringen. Im Gefängnis für politische Gefangene. Я проходил через пытки, которые проходили многие политические лидеры. Und zwei Wochen lang wurde ich gefoltert, so wie viele politische Leiter es erfahren mussten. Это методы пытки, они похожи были, когда Сталин все время практиковал в советское время. Die Methoden Stalins, die wurden damals angewandt. Он пытал политических лидеров, он пытал пасторов в советское время. Die politischen Leiter und auch die christlichen Leiter wurden gefoltert. Und diese Methoden wurden gegenüber mich und meiner Freunde eingesetzt. Es ist schwierig, die richtigen Worte für die Emotionen zu finden, die ich damals hatte. Stell dir vor, 9 kräftige Offiziere. Избивают тебя 2 недели периодически по ночам. Verprügeln dich immer wieder nachts. Они пинают туда-сюда, как футбольный мячик. Wie im Fußball wirst du hin und her gekickt. Они одевают газовую маску противогаза и задушат тебя и не дают дышать. Sie ziehen dir eine Maske auf und versuchen dir die Luft abzudrücken. Они колют иглы и таким образом пытали нас. Wir wurden gefoltert. Я помню один раз, когда я лежал на полу, мои руки были завязаны. Und ich erinnere mich einmal, lag ich auf dem Boden und meine Hände waren hinten gefesselt. Пришел здоровый такой офицер. Kam ein kräftiger Offizier. С грязной ботинкой. Er kam mit dreckigen Schuhen rein. И он лежащий меня, он нажал на мой рот своей грязной ботинкой, он раздавил мой рот и с радостью смотрел на меня и смеялся. Er hat mir auf den Mund seinen Schuh gedrückt und hat dabei gelacht. Und hat gesagt, dieser dein Mund wird nie wieder von Jesus erzählen. Du wirst diesen Namen vergessen. Wir bringen dich dazu. Wir bringen dich dazu, wieder Moslem zu werden und Jesus abzusagen. Я до сих пор после столько лет я не забуду это лицо, когда как смеялся и он давил меня вот так сильно. Nach diesen vielen Jahren kann ich sein Gesicht nicht vergessen, als er da über mir stand und mir seine Stiefel in den Mund drückte. Наверное, Бог смеялся, наверное, над этим человеком. Aber ich denke, Gott hat über ihn gelacht. Еще этот рот еще как будет проповедовать Христа. Weil er wusste, dieser Mund wird von Jesus erzählen. Устами, он проповедует, если отрежешь ему язык, он проповедует Христа делами своими, молитвой своим. Он будет много путей проповедовать Евангелие, только не надо говорить. Wege, das Evangelium zu verkündigen, nicht nur durch Sprache, sondern durch Taten, durch Gebet. Слава Богу, я могу говорить и прославить имя Его. Aber preis Gott, preis sei dem Herrn, ich kann reden. Представляете себя в моем немощи, когда я сижу на этой столе. Und stell dir vor, ich sitze da auf diesem Stuhl. 2 недели они не кормили нас. 2 Wochen bekam ich nichts zu essen. Не дали пить. Bekam nichts zu trinken. Избивали всю ночь. Jede Nacht wurden wir verprügelt. В таком состоянии я сижу на этом столе.
und ich sitze in diesem Zustand. Каждый приходящий член комитета, они спрашивают, кто я и во что я верю. Und jeder, der vorbeikommt von diesem Komitee, der fragt, wer bin ich und woran glaube ich? Они спрашивают меня о Евангелии, которое я уверовал. Sie fragen mich über das Evangelium aus, an das ich gläubig geworden bin. Я немощен и слабый. Я не, у меня нету желания рассказать ему Евангелие, во что я верю. Und ich sitze da ein Häufchen Elend und habe überhaupt keine Lust, darüber zu erzählen, was, woran ich glaube. А он меня сильно бьет по щеку и говорит, говори. Und er gibt mir eine Ohrfeige und sagt, sprich, rede. Я насильно говорю Евангелие ему. Sozusagen gezwungenermaßen muss ich ihm das Evangelium weitergeben. Я рассказываю ему, что Бог любит его. Ich erzähle, dass Gott ihn liebt. Бог отдал своего сына. Dass Gott seinen Sohn gegeben hat. Всякий грешный человек не погиб, но имел жизнь вечную. Dass jeder sündige Mensch nicht verloren geht, sondern das ewige Leben habe. И вот, вот в чего я верю. Und daran glaube ich. Ему так интересно. Und für diesen ist es so interessant, das zu hören. Когда я тихо стою, он меня бьет в вторую сторону, говорит, продолжай. Und dann stehe ich da ganz leise und er schlägt mich auf die andere Seite und sagt, sprich weiter. Таким образом я проповедовал Евангелие спасения. Auf diese Weise habe ich das Wort gepredigt. Десятки члены комитета услышали Евангелие таким образом. So einige von diesem Komitee haben das Evangelium auf diese Weise gehört. Я молился Богу. Und ich habe zu Gott gebetet. Если ты меня освободишь от этого стола. Wenn du mich von diesem Tisch, von diesem Stuhl wegholst. Я не буду переставать проповедовать Евангелие. Ich werde niemals aufhören, darüber zu berichten, zu erzählen. И столько много обещаний я дал Богу. Dein Evangelium zu verkündigen. Теперь мне надо выполнить это. Und diese alle Versprechen habe ich damals Gott gegeben und jetzt ist es an mir, das ins Leben zu bringen. Братья и сестры, мне было 22 года тогда. Damals war ich 22. У меня первый сын родился, ему было всего 4 месяца. Unser erster Sohn war geboren, er war gerade 4 Monate alt. Я сижу, и меня пытают каждый день. Und ich sitze da und werde jeden Tag gefoltert. Я не говорю сейчас о героизме, братья и сестры. Ich spreche nicht über Heldentum. В таком состоянии никто не покажет никакой героизм. In diesem Zustand fühlt sich niemand als ein Held. Когда меня бьют, меня больно. Wenn ich geschlagen werde, tut es mir weh. Я хочу жить. Ich möchte leben. Я думаю о сыне. Ich denke an meinen Sohn. Я думаю о жене. Ich denke an meine Frau. И каждый раз они не только бьют физически, они меня давят морально, говорят, ты думай о своей семье, думай о твоем сыне, думай о твоей жене, думай о твоих родных и близких. Зачем тебе все это? Und jedes Mal, wenn sie mich schlagen, es ist nicht nur physisch, sondern sie sagen mir auch jedes Mal, denk an deine Familie, denk an deine Frau, denk an deine Kinder. Wozu das Ganze? И каждым днем они морально давят и физически пытают меня. So ist es auch eine moralische Kriegsführung. Когда они меня пытали, меня было настолько больно, я кричал всю ночь, Иисус, Иисус, где ты? Es tat mir so weh, ich habe die ganze Nacht dann gerufen, Jesus, Jesus, wo bist du? И они говорили, больше, чем я кричу Иисус, они больше били меня. Und je mehr ich gerufen habe, Jesus, desto mehr wurde ich geschlagen. В конце я начинал, и они меня дали такой, сказали, где твой Иисус? Вот мы тебя бьем. Где он? Как он может тебя спасти? Und sie sagten zu mir, wo ist dein Jesus? Wir schlagen dich jetzt, wieso rettet dich nicht? Ты видишь, ты веришь в Иисуса, который мертвый, он не помогает тебе. Du glaubst an einen Jesus, der nicht da ist, der tot ist, er hilft dir nicht. Я не хотел верить в то, что они говорили. Я не хотел сомневаться в нем. Ich wollte nicht daran glauben, was sie mir erzählen, was sie mir sagen. Ich wollte nicht zweifeln. Но когда тебя бьют каждый день, 2 недели, ты не можешь. В конечном итоге я начал сомневаться. Aber wenn du 2 Wochen Tag für Tag das Gleiche erfährst, dann fängst du an zu zweifeln. So ging es auch mir. Евангелие, которое мы верим в Евангелие победы, правильно? Wir glauben an das Evangelium des Sieges. Ist es nicht wahr? И внутри я тоже верил, и так было радикальным. Я верил Христа, когда может делать все, и он может делать действительно все. Und ich glaubte auch. Ich glaube an Jesus, der wirklich alle Macht hat. Но этот стих для меня было очень чуждо. Aber das war damals für mich doch etwas fremd. Филиппийцам 1:29. Philipper 1:29. И не только нам дано верить в Него, но и страдать во имя Его. Dort heißt es, es ist uns gegeben, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Я мало понимал это.
Das konnte ich damals nicht verstehen. Я верил, что Иисус спасет меня везде, где угодно. Ich glaubte, Jesus rettet mich überall. Я рисковал своей жизнью, рисковал проектами, очень рискованных вещах. Я был в центре, и я был активно участвовал. Ich hatte kein Problem, Risiken einzugehen. Ich habe überall risikoreich gelebt. И когда меня били, пытали, я верил, что Иисус сам спустится с неба и освободит меня. Und als ich gefoltert wurde, glaubte ich zuerst, Jesus selber wird kommen und mich befreien. Но этого я не видел. Aber das sah ich nicht. Я падал духом. Und das machte mich niedergeschlagen. И я не понял, что мне надо страдать, не только верить в Него и участвовать в страдании Его. Und это damals verstand ich nicht, das war nicht nur an mir, an ihn zu glauben, sondern auch zu lernen, auch für ihn zu leiden. В конечном итоге они посадили меня на электрический стол. Im Endeffekt bin ich auf dem elektrischen Stuhl gelandet. И они начали пытать меня электрическим током. Und diese Art von Folter kam dann auch noch dazu. Я падал много раз, пена изо рта, и они опять посадили меня. So manches Mal bin ich dann runtergefallen und hatte Schaum vor dem Mund. Они хотели добиться полного, чтобы поломать меня полно, морально, духовно. Und sie haben mich noch mal wieder auf den Stuhl gesetzt und sie wollten mich brechen. Они достигли своей цели. Und eigentlich haben sie ihr Ziel erreicht. Во время этих пыток я много раз просил Бога: забери меня отсюда, я хочу прийти к тебе как герой. Während dieser Folter habe ich oft gebetet: Jesus, nimm mich zu dir. Ich will zu dir kommen als ein Held. Если ты не придешь помочь меня здесь, ты забери меня отсюда. Wenn du schon nicht kommst, um mich hier rauszuholen, dann nimm mich zu dir. Я не хочу отрекаться от тебя, прошу тебя, Господь. Я плакал и кричал. Ich will dich nicht verleugnen. Ich bitte dich, hilf mir. Его не, я не чувствовал его присутствия. Und da spürte ich aber nicht seine Gegenwart. И знаете, в конце они достигли своей цели. Und sie haben ihr Ziel erreicht. Я кричал: я не верю Иисуса больше. Ich habe dann gerufen: ich glaube nicht mehr an Jesus. И они перестали меня пытать. Und dann haben sie aufgehört, mich zu foltern. Вы можете представить себя, как я должен жить с этим позором дальше? Kannst du dir vorstellen, mit dieser Schande weiterzuleben? Я много лет после этого я желал умереть просто. Und einige Jahre danach hatte ich nur einen Wunsch, zu sterben. Сегодня утром говорили о Петре. Heute hatten wir von Petrus gehört. Я думаю, ему тоже, наверное, трудно было жить с этим позором. Ich denke, er hat sich genauso gefühlt, nachdem er Jesus verleugnet hat. Но Бог, Иисус сам пришел к нему. Aber Jesus kam dann selber zu ihm. Иисус меня уже 20 лет после этого говорит: я не хочу, чтобы ты ко мне пришел как герой. Und schon 20 Jahre sagt Jesus zu mir: ich erwarte nicht, dass du zu mir wie ein Held kommst. Приходи ко мне как верный раб. Komm zu mir wie ein treuer Diener. И после этого мои отношения начали меняться. Und das hat mein Verhältnis zu ihm verändert. Вы знаете, да, все мужчины, мы хотим быть героями. Wir, besonders wir Männer, wir möchten Helden sein. По крайней мере, в глазах своей жены. Zumindest in den Augen unserer Frau. Но у нас не всегда получается. Aber das klappt lange nicht immer. Ну, может быть, и не надо быть героем. Aber stell dir vor, das ist auch nicht nötig. Просто любить Христа. Du musst nur Jesus lieben. Быть верным в том, что Он нам дал. Und treu sein in dem, was er dir gibt. Я после этого начал изучать Слово Божие еще глубже. Das brachte mich dazu, noch tiefer die Bibel zu studieren. Я нигде не нашел, что Он сказал своим ученикам: будьте героями. Ich habe das nicht gefunden, dass er zu seinen Jüngern gesagt hat: seid Helden für mich. Наоборот, Он сказал: будьте верны. Er hat ihnen aber oft gesagt: seid treu. Когда Он придет, wenn er wiederkommt, Он скажет эти слова. Dann wird er das sagen: мой добрый, верный раб, приходи в радость брат, господина твоего. Treuer Diener, komm in die Freude deines Herrn. Я живу, служу ему, только услышать вот это слово из уст моего Господа Иисуса Христа. Das ist mein Lebensziel, so zu leben und zu wirken für ihn, dass ich am Ende diese Worte von ihm höre. Мне не надо никакой героизм. Ich brauche kein Heldentum. Мне не надо никакой славы. Ich brauche keine конечном Ehre. Итоге оценит Он тогда, когда Он придет. Am Ende wird er es beurteilen, wenn er wiederkommt. После всех этих проблем я оставил свою страну. Они забрали все, что у меня было,
мои документы, церковь разрушили, дом мой разрушили. С четырехмесячным сыном и моей женой я покинул мою страну через пустыню. Nach diesen Geschehnissen, wo alles zerstört war, mein Haus, meine Familie sozusagen, die Gemeinde, haben wir, meine Frau und ich und unser Kind das Land verlassen. Если кому-то интересна вся история, можете забрать, это есть на DVD. Wer Interesse hat an der ganzen Geschichte, dort könnt ihr eine DVD kaufen. Я поехал в Норвегию, Господь меня привел в Норвегию. Gott brachte mich nach Norwegen. Холодно. Kalt. Я из пустыни, 50 градусов тепло. Ich komme aus der Wüste, bin gewohnt 50 Grad. Господь меня привел в север Норвегии. Und Gott brachte mich in den Norden. Я как Петр через несколько месяцев изучал норвежский язык. Я решил поехать в Шпицберген. Вы знаете, где это? Это на самом севере остров Шпицберген. Einige Monate habe ich versucht, die Sprache zu erlernen, und dann wollte ich nach Spitzbergen, ganz nach Norden. Минус 40 градусов. Минус 40 Grad. Я ловил креветки, рыбу ловил в большом судне. Ich bin dann angeln gefahren. Я считал внутри меня, что я wie Petrus. Больше не нужен для Царства Божия. Ich habe für mich beschlossen, ich bin nicht mehr tauglich fürs Reich Gottes. Вы видите параллель с Петром, да? Die Parallele seht ihr mit что Petrus. Он сделал после отречения? Он взял своих друзей и он ушел, ловил рыбы. Was machte Petrus nach der Kreuzigung? Er nahm seine Freunde und sagte: Lass uns fischen gehen. Я прекрасно понимаю Петра. Ich verstehe ihn wunderbar, Petrus. Он не считал себя достойным. Auch er sah sich nicht würdig. И таким образом я тоже уехал на север ловить рыбу. Und so ging es mir. Ich bin nach Spitzbergen gefahren, um dort zu angeln. Я плакал. Ich weinte. Долго. Lange. Мне было очень ужасно в корабле. Ich hatte, es ging mir schlecht in dem Schiff. Один сутки в Баренцевом море наш корабль потерял всякое электричество, мотор сломалось. Es gab da schlechtes Wetter im Barentser See, auf der Barentser See, und nachts fiel die Elektrik aus. Шторм большой. Sturm. Я ждал смерти, вся моя команда, мы ждали смерти, потому что нам помощи нету, не было никакой. Wir warteten auf den Tod, es gab keine Hilfe. Я молился Богу, зачем я не умер в Туркменистане? Und ich betete zu Gott, weshalb bin ich nicht in Turkmenistan gestorben? Я пропаду на этом севере, как Титаник, мой корабль утонет. Ich gehe jetzt hier unten unter im Norden wie die Titanic. Ich gehe hier unter. Даже меня никто не найдет, рыбы съедят меня. Und niemand wird mich finden. Die Fische werden mich auffressen. Моя жена, двое детей маленьких, они в чужой стране останутся без меня. Meine Frau und zwei unserer Kinder, sie bleiben in einem fremden Land zurück. А что с моим видением, что с моими мечтами? Was bleibt von meinen Träumen? Я бы никогда не хотел умереть на севере рыболовном судне. Я хотел умереть как герой. Ich wollte sterben als ein Held, aber nicht so. Но auf einem Schiff im Norden. Как ребенок я плакал. Und wie ein kleines Kind habe ich geweint. Но Бог спас. Aber Gott hat uns gerettet. Нам помогли. Uns wurde geholfen. И Бог после этого сказал, что ты больше не будешь ловить рыбы и креветки. Не для этого ты приехал. Und Gott sagte mir, nachdem du wirst nicht mehr Fische fangen. О себя не хочу говорить. Любишь ли ты меня, Батыр? Да. Und fragte mich, liebst du mich, Батыр? Und ich sagte, ja. Паси овец моих. Und hörte ich, wie Petrus weide meine Schafe. И я начал свое служение со смирением. Und das machte mich demütig für meinen Dienst, den ich dann begonnen habe. В 2003 году это было. Im Jahr 2003 war das. И с того времени я не говорю о человеческой силе. Und seitdem geht es nicht um menschliche Kraft, über die ich spreche. Потому что она ограничена. Weil die ist sehr begrenzt. Кто-то может терпеть, наверное, больше, чем другой. Mag sein, einer kann mehr aushalten als ein anderer. Но никто не из нас не будет терпеть до конца. Мы люди. Wir sind Menschen. Keiner ist ohne Grenzen. Когда нас бьют, wenn wir geschlagen werden, нам больно. Tut es uns weh. Никто из нас не хочет оставить эту страну прежде времени, эту землю. Niemand möchte diese Erde vor der Zeit verlassen. Мы хотим жить, как долго. Wir möchten leben, lange leben. Но при наших слабостей, aber in unserer Schwachheit, мы любим Господа. Lieben wir Gott.
И мы хотим быть верным Ему. Und wir möchten ihm treu sein. Братья и сестры, меня сказали, Brüder und Schwestern, откуда ты берешь силы, Батыр? Ich wurde gefragt, wo nimmst du Kraft? Woher nimmst du die Kraft, Батыр? От него самого. Und ich sage, von ihm selbst. В Коринфянам 5 главе есть такой стих. Любовь Божия принуждает нас, чтобы жить для Него. Понимаете? В Коринфянам lesen wir, die Liebe Christi drängt uns. Эта любовь имеет силу в себя. Diese Liebe hat Kraft. Если ты любишь, никто не заставляет тебя, никто не может остановить тебя, если в твоем сердце есть любовь Христа. Wenn du liebst, wenn die Liebe Christi in dir ist, kann dich niemand stoppen. Когда я отрекся от Иисуса, я жил в таком падении духовном. Als ich Jesus verleugnet habe, меня отправили эти стихи, Римлянам 8 главе есть. War ich niedergeschlagen und dann habe ich gelesen. Что может отлучить нас от любви Христа? Was kann uns trennen von der Liebe Christi? Горе, Leid, болезнь, Krankheit, бедность, Armut, гонение, Verfolgung. Что может отлучить нас от любви Христа? Von der Liebe Christi? И эти слова настолько были живыми для меня. Diese Worte wurden so lebendig für mich. Батыр, ты можешь быть слабым, ты можешь быть больным, Батыр, ты можешь не быть верным. Du kannst ему. Schwach sein, du kannst ты можешь krank sein, упасть. Du kannst sogar fallen. Только знай одно. Wisse nur eins. Я не перестаю любить тебя. Ich höre nicht auf. Ich habe nicht aufgehört, dich zu lieben. Нету такой силы в этом мире, которая может отлучить тебя от моей любви. Und es gibt keine Macht in dieser Welt, die dich trennen kann von dieser Liebe. У меня нету комментария на эти стихи. Я просто плачу и принимаю эту любовь. Und ich möchte diese Verse gar nicht kommentieren. Ich weine und nehme sie an. И живу с этим. Und lebe damit. Пускай прославится имя Его. Möge Gott sich verherrlichen. Пока мы живем, будем любить Его. Solange wir leben, lasst uns ihn lieben. Пока мы можем быть верным Ему, мы станем верным Ему. Lasst uns ihm treu sein, solange wir können. Будем молиться, чтобы Он поскорее пришел. Lasst uns beten, dass er bald wiederkommt. Amen. Amen. Молитесь за мою страну. Спасибо. Betet für mein Land. Danke. Vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.